Buonasera, meine Freunde, Schalke-Freunde. Heute tippen wir den 17. Spieltag. Ja, der 16. Spieltag. Katastrophe haben wir getippt, meine Kinder. Wirklich Katastrophe. Von den 9 Spielen haben wir nur 2 Tendenz richtig getippt. Das war Union Berlin, hatten wir auf ein 2-0 getippt, aber die haben nur 1-0 gewonnen. Und auf Bayern 4-1 getippt, da hat Bayern nur 2-1 gewonnen. Ansonsten, der Rest war komplett falsch, eine Katastrophe. Ja, und in den Tipps war nur einer, der hat gut getippt. Johannes Weber, der hat von den 9 Spielen, hat er 2 Spiele Tendenz richtig. Der hat Tendenz getippt für Union Berlin 2-1, für Bremen 3-1. Aber hat 2-mal richtig getroffen mit Dortmund gegen Mainz, Respekt 1-1. Und VfB Stuttgart gegen Gladbach 2-2, Respekt an Johannes Weber. Ja, und jetzt tippen wir den 17. Spieltag. So, haben wieder meine Kinder getippt. Ich halte mich da raus, weil das macht den Spaß. Und gerade hatte ich ja einen Livestream. Ich wollte im Livestream eigentlich tippen. Aber dann kam mein Großer gesagt, nein, das bleibt so, wie wir gehabt haben. Meine Kinder tippen und das mache ich extra für meine Kinder gerne. So, wir tippen. Dienstag Gladbach gegen Bremen. Ich war dagegen, aber meine Kinder wollten unbedingt so tippen, haben getippt. Gladbach-Bremen 3-0 für Gladbach. Da wird sich der Nico nicht so freuen. Tut mir leid, Nico, aber die sagen, Gladbach gewinnt 3-0 gegen Bremen. Mainz 05 gegen Wolfsburg 1-2. Wolfsburg gewinnt in Mainz. Hertha gegen Hoffenheim tippen die 1-0 für Hertha. Leverkusen gegen Dortmund. Ganz klar haben die gesagt, Leverkusen wird Dortmund schlagen 3-2. Mittwoch Schalke Köln. Ich habe nicht Vicky rausgehört, aber mein Großer sagt, Papa, mit der Mannschaft werden wir nichts reißen. Er kennt den Huntelaar ja nicht nur von Hören von mir, aber er sagt, so wie die spielen und Köln, werden wir 1-2 verlieren. Die tippen Schalke Köln 1-2. Arminia Bielefeld gegen VfB Stuttgart. Da haben die gesagt, die Stuttgarter sagen, die sind gut drauf, schießen immer gerne viele Tore und auswärts gewinnen die fast immer hoch. Beispiel in Dortmund 5-1 gewonnen, Stuttgart. Die sagen, Stuttgart wird in Bielefeld 2-0 gewinnen. Augsburg gegen Bayern, sagen meine Kinder, Bayern wird knapp in Augsburg 2-1 gewinnen, weil sie sich immer in Augsburg schwer tun. Freiburg gegen Frankfurt wird ein 2-2. Und Leipzig gegen Union Berlin, die sagen, die hauen die Berliner 3-0 weg. Ich sage nein, aber meine Kinder dürfen ja tippen, die tippen 3-0 für Leipzig. Ja, schreibt ihr in die Kommentare, wie ihr tippen würdet, ob ihr anders tippen würdet, glaube ich ja. Und die da reinschreiben mit den Tipps, ich suche mir dann wieder der Beste aus, der getippt hat. Jetzt war es hier der Johann Weber, der 16. Spieltag. Der hat da am besten getippt von allen. Ja, schreibt reichlich in die Kommentare. Das war's, die Tipps vom 17. Spieltag. Ich wünsche euch alle noch einen schönen Abend. Glück auf, euer Schalke.